Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Gerlinde. Ich war jetzt ein bisschen inaktiv aus privaten Gründen eben. Ihr wisst eigentlich Bescheid, wenn ihr das letzte Video aufmerksam bis zum Schluss geguckt habt. Ich denke, ich habe das einigermaßen verdaut. Also ganz verdauen wäre ich so schnell nicht. Aber nichtsdestotrotz bin ich wieder zurück und wir schauen uns heute ein neues Update an. Und zwar das Update 1.11.4. Und zwar die aktiven Skills für die Modifikationen. Also mit den aktiven Fähigkeiten sind dazugekommen und diese werden wir dann heute nur bedingt anschauen können. Aber ich kann es euch zumindest schon mal grob zeigen und erklären, wo man wie was findet. Aber alles weitere im Video, also machen wir mal los, würde ich sagen. So, da ich nach wie vor noch unterwegs bin, muss ein bisschen Fahrdienst für meine Eltern machen, aber das ist nicht so schlimm. Machen wir das einfach heute mal hier so im Auto. Geht ja auch. Und zwar haben wir hier neu in Version 1.11.4 die Waffenfähigkeiten. Es ist an der Zeit, den geschicktesten Überlebenden unseres postapokalyptischen Ödlands ausfindig zu machen. Feinde verlangsamen, kritische Treffer austeilen und mehr Schaden verursachen. Waffenmodifikationen mit aktiven Fähigkeiten werden dem Spiel hinzugefügt. Die Modifikationen wird es für Glock, AK etc. pp. Geben. Voreinstellungen. Ihr könnt jetzt quasi an der Waffendrehbank Voreinstellungen von euren Waffen, die ihr halt bevorzugt, quasi speichern und könnt die mit einem Tastendruck immer gleich sofort so modifizieren. Das ist nämlich sehr cool, finde ich. Dekorationen. Wir haben die Position von Disketten aktualisiert. Die Belohnungen bleiben unverändert. Sprich, zu gut Deutsch, der Diskettenwald wurde verlegt. Wahrscheinlich näher an die Base ran. Also ist jetzt die Belohnung bleiben, wie ihr gelesen habt, ja gleich. Also von dem her ist das jetzt keine große Änderung. Viel kann ich euch jetzt heute auch nicht unbedingt zeigen. Weil ich muss ja, wie ihr alle auch, erst einmal die Blaupausen für die Waffenmodifikationen selber farmen. Und deshalb werden wir uns dann in den nächsten Videos quasi mit den Waffenmodifikationen wiedersehen. Die Sache ist die, eine Sache, die ich euch aber zeigen kann, ist, dass wir und zwar mit diesen Speichern von diesen Voreinstellungen, was ich persönlich ganz cool finde. Warum zur Hölle bin ich jetzt hier gerade? Ist egal, fahren wir erstmal heim. Völlig wurscht. Wie gesagt, ich hatte das Spiel jetzt seit Mitte Dezember nicht mehr an, weil ich persönlich mich nicht gefühlt habe, Zombies hier groß auf die Glocke zu geben. Lag halt leider an diesem sehr tragischen persönlichen Zwischenfall. Aber ich denke, wir können da jetzt mal wieder ein bisschen angreifen. Einen kleinen Spoiler-Alarm habe ich noch für euch. Und zwar werde ich demnächst dann in meinem Kanal noch ein zweites Projekt starten. Und ich würde sagen, da könnt ihr euch mal überraschen lassen. So, was ich jetzt gemeint habe. Und zwar, wenn ihr hier an die Waffendrehbank, gehen wir erstmal an den kleinen Teil. Wir sehen jetzt, hier sind die Modifikationen quasi noch nicht freigeschalten. Logisch, muss die auch erstmal farmen. Also hier diverse Sternmodifikationen für diverse Waffen sind jetzt quasi, könnt ihr finden. Und zwar am einfachsten, oder zumindest wurde geschrieben, dass ihr die finden könnt in der Polizeistation, wenn ihr lilane Tickets einlöst. Wenn ihr also bis jetzt eure lilanen Pässe aufgehoben habt, dann könnt ihr die jetzt einlösen. Da habt ihr sehr große Chancen. Dazu kommt, dass ihr die in der Kiste auf der Farm finden könnt, also in der Farmkiste, die ihr aufsägen müsst. Und diverse andere Orte, wo jetzt aber noch nicht bestätigt ist, dass es dort auch diese aktiven Modifikationen gibt. Eine Sache, die ich euch jetzt zeigen kann, das ist jetzt gerade doof. Wir machen da mal einen ganz kleinen Schnitt. So, ich habe da jetzt mal den Zahnstocher, Speer auch genannt, vorbereitet. Und zwar ist das wie folgt. Ihr wählt euch jetzt eure Waffenmodifikation aus. Müssen wir erstmal ganz schnell abschließen übrigens noch. Weil die habe ich ja noch gar nicht groß gezeigt. Also haben wir hier für den Speer das Messer. Erhöht Schaden, kritischen Schaden, Reichweite etc. pp. Ausnahmsweise bin ich mal froh, dass nicht die Mods mit den
großen Knochen diesmal die besten sind, sondern ein paar andere. Dann haben wir hier die Sekundärwaffe, auch wieder aus dem Messer. Hier unten, diese Fähigkeit gibt es leider noch nicht mit diesem aktive Fähigkeit, also die Modifikation mit der aktiven Fähigkeit ist leider etwas schade, deshalb nehmen wir diesen Stofffetzengriff. So, jetzt gehen wir hier an die Waffendrehbank, tun wir unseren Speer modifizieren. Modifizieren und tue die ganze Sache hier hüben, habt ihr unten jetzt rechts das Diskettensymbol. Dort könnt ihr die ganze Sache jetzt speichern. Und vor allem das Geile ist, wenn ihr jetzt einen Speer unterwegs craftet, wir machen das jetzt einfach mal so, mal gucken, ob es auch zu Hause klappt. Wir nehmen jetzt hier einfach mal das Holz mit. Also wie gesagt, ich habe diesen einen aufgemotzten Speer jetzt in der Hand, den werden wir mal ganz schnell ablegen, dass ihr seht, dass das auch so passt. Wie gesagt, ich packe den jetzt einfach mal hier in die Kiste. Wenn wir jetzt einen Speer craften, ne, babam, haben wir den mal gebaut, das könnt ihr auch unterwegs machen, seht ihr, dass dieser gebaute Speer, dieser frisch gecraftete Speer, jetzt sofort mit diesen Modifikationen ausgestattet ist. Das ist natürlich eine sehr nice Funktion. Wie gesagt, das funktioniert auch wunderbar unterwegs. Das könnt ihr auch, wenn ihr einmal eure Modifikationen gespeichert habt, könnt ihr dann, wenn ihr unterwegs mal einen Zahnstocher benötigt, für diverse Gebiete wie Tankstelle oder so, wo es ja noch vielleicht diverse Tricks gibt, ich weiß nicht, muss ich selber erstmal nachgucken, lange nicht gespielt eben, könnt ihr dieses wunderbar benutzen und dann habt ihr jetzt unterwegs quasi immer einen modifizierten Speer, wenn ihr ihn baut. Wie gesagt, zu den ganzen aktiven Modifikationen kann ich euch jetzt gerade eben leider nichts zeigen. Ich muss es ja selber auch erstmal farmen. Deshalb, das war's soweit von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video und ich sage derweil, ciao, ciao.